Ja, moin zusammen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum vom Rolf überhaupt nichts mehr zu hören ist. Inzwischen werden schon die ersten Anfragen gestellt. Da habe ich gedacht, okay, da musst du doch mal eine Erklärung losschicken. Die Erklärung steht hier gleich nebenan. Ich hatte im letzten Jahr schon geplant, dass ich eine Wärmepumpe einbauen will und eine PV-Anlage. Und ja, keiner wusste ja, was mit den Lieferzeiten und so weiter wird. Und eigentlich war erst die Wärmepumpe geplant, also die Heizung austauschen, und dann sollte als nächstes die PV-Anlage irgendwann kommen. Dann hat sich aber alles umgedreht. Dann habe ich das Material für die PV-Anlage bekommen. Ja, und die habe ich dann aufgebaut. Und ihr wisst alle, wie das ist mit Handwerkern und so weiter. Alles problematisch im Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, Rolf, do it yourself. Ich bin angefangen und das zeige ich euch jetzt mal hier, was ich gemacht habe. Deshalb fällt dieses Video in die Kategorie Schraubervideo. Also Schrauben mit Rolf. Und wer selber vielleicht auch sowas plant, kriegt vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie man es selber machen kann. Aber alles, was ich euch jetzt zeige, ist nicht zu nachmachen, sage ich ausdrücklich. Muss jeder selber wissen, was er daraus macht. Ist auch keine Anleitung. Aber nichtsdestotrotz, die anderen Videos kommen natürlich auch. Und während ihr das hier seht, ist ein weiteres Video der FMT 2021 wohlgemerkt gerade in der Fertigstellung, und ich werde es wahrscheinlich dann auch kurzfristig hochladen. Ja, weitere Videos folgen dann natürlich noch. Ich will jetzt gucken, dass ich die jetzt mit Ach und Krach mal fertig mache. Ich habe ja noch so viel Material. Also es geht weiter, und übrigens natürlich geht es auch weiter mit dem Live-Talk. Bald, ich nehme an, dass wir in der ersten Novemberwoche damit beginnen, weil ich im Oktober nochmal mit Motorrad los wollte. Vielleicht so eine Woche oder sowas, weiß ich noch nicht, wenn es die Zeit erlaubt. Aber ihr seht, hier steht noch Arbeit neben mir. Und wenn ich das alles alleine machen muss, weil ich keine Handwerker kriege, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich kriege es schon hin. Und eins kann ich jetzt schon sagen, im nächsten Jahr gibt es wieder ein schönes Abenteuer, hoffe ich jedenfalls. Ich verrate noch nicht, wohin es geht. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das aussieht. Nachdem ich das Ding ausgiebig geplant hatte, kam heraus, dass ich bis zu 12,4 Kilowatt Peak aufs Dach bekomme. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass mein Dach unheimlich kompliziert ist und sich die ganze Anlage auf 4 unterschiedliche Dachbereiche verteilt. Garage und dann 3 andere Dachflächen am Haus. Arbeitshöhe hier ist 6 Meter, und da ich auch noch nicht alles Material habe, musste ich mir da immer ein bisschen helfen. Die Schienen waren noch nicht da, aber ich habe mir Mühe gegeben, und im Fokus stand immer die Arbeitssicherheit. Weil ich noch keine Schienen hatte, habe ich mir eine Aluleiter genommen, auf die ich mich draufstellen konnte, und das Ganze bei einer Hitze von mehr als 30 Grad im Schatten. Also es war echt schweißtreibende Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser ich jeden Tag saufen musste, damit das irgendwie funktioniert hat. Naja, hier setze ich gerade die Dachhaken, was ja so das Erste mit ist. Und man lernt dann ja mit jedem Schritt dazu. Es geht dann irgendwann immer schneller. Und ja, teilweise wurde es also so heiß auf dem Dach, dass man wirklich alles nur noch mit Handschuhe anfassen konnte. Die Dachpfannen heiß, das Werkzeug heiß, alles, was in der Sonne lag, hatte Potenzial, um sich daran zu verbrennen. Dabei wird einem dann auch gleich klar, was für eine enorme thermische Belastung diese PV-Module aushalten müssen. Also das ist schon echt extrem. Also es gab Zeiten, da waren die Dachpfannen so heiß, dass meine Füße wirklich gebrannt haben, dass ich aufhören musste zu arbeiten, konnte nicht mehr auf den Dachpfannen stehen. Das Setzen der Dachhaken war für mich so die nervigste Arbeit. 2 Dachpfannen rausnehmen, mit dem Flex zurechtschneiden, damit die Dachhaken da durchgehen. Hoch und runter jedes Mal. Ich weiß, Solateure schneiden die Dachpfannen oben auf dem Dach, aber das habe ich mir nicht zugetraut bei meinem wackeligen Zeugs da alles. Deshalb habe ich die Dachpfannen mit runtergenommen. Und da kann man sich vorstellen, dass das eine elendige Schlepperei ist. Und immer wieder war ich froh, wenn ein Dach mit Dachhaken fertig war. Die Schienen nachher reinzusetzen und sowas, das ist ja alles Pillepalle vom Arbeitsaufwand. Aber die Dachhaken zu setzen, ist schon ein bisschen nervig. Aber
Alles hat dann irgendwann ein Ende. Hier bin ich dann schon auf dem letzten Dachfeld, auf dem vierten Dachfeld, wo mit der höchsten Arbeitshöhe. Das hat sich dann immer gesteigert vom kleinen Garagendach bis auf 6 Meter, 8 Meter und jetzt bin ich hier auf 12 Meter Fallhöhe. Aber für mich ist die Arbeit immer nur ca. 70 Zentimeter hoch, weil das ist ungefähr die Distanz zwischen Auge und Dachpfanne und alles, was hinter mir ist, das sehe ich ja nicht. Würde ich auf der Erde arbeiten, würde ich ja auch nicht runterfallen. Also hier habe ich noch kein Schutzgitter unten angebracht, das habe ich für nicht notwendig erachtet. Während ich mich hier noch mit dem Unterbau für die PV-Module beschäftige, ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, wie ich diese großen PV-Module oben aufs Dach bekomme. Selbst wenn mir da noch jemand bei helfen würde, wäre es echt ein großer, schwieriger Akt, die hier oben hochzubekommen. Und irgendwann kam mir dann so eine kleine Idee, wie man es machen könnte. Und damit schaffe ich es vielleicht sogar alleine. Naja, ich habe mir dann eine PV-MTM gebaut, eine PV-Modul-Transportmaschine. Hier seht ihr das Gerät. Ich erkläre es mal, wie es funktioniert. Also dieser Rahmen ist wie ein Schlitten aufgebaut und wird in der Leiter hochgezogen. Die Paneele kann man dort draufstellen und dann wird sie gegen einen Rahmen gelegt, der links und rechts oben an diesem Querbalken noch einen Klotz hat, damit es sich nicht verschieben kann. Und unten wird es dann noch in eine Nut reingeschoben, sodass die Platte fest da drin liegt, also die kann nicht mehr rausfallen. Ja, sie könnte natürlich jetzt schon noch rausfallen, weil es natürlich dann oben noch offen ist und dafür gibt es jetzt noch einen Spanngurt, der wird oben drüber gezogen und damit ist die Platte dann vollständig in dem Transportschlitten fixiert. So, wenn das alles fest sitzt, dann gibt es ein Seil, was oben angebunden ist und damit kann man diesen Schlitten hochziehen. Die Schiene ist sozusagen die Leiter. Man muss nur aufpassen, dass von unten nirgendwo die Möglichkeit besteht, dass irgendwas in die Paneele reindrücken kann. Das ist klar. Da muss man natürlich aufpassen. Sprich, das Ende der Leiter ist also schon so eine erste Risikostelle. Und damit das nicht passieren kann, habe ich mir oben an der Leiter einfach ein Querholz festgemacht, damit ich zu jeder Zeit die Paneele ablegen kann, ohne dass ich Gefahr laufe, dass von unten irgendwas reindrücken kann. So, jetzt ist es schon fast oben. Wir sehen das nachher nochmal an ein paar weiteren Beispielen, wie gut das funktioniert. Das ist nicht nur zum Hochziehen, sondern man kann auch oben auf dem Dach mit der Paneele und diesem Rahmen ganz gut hin und her laufen oder man kann sie natürlich auch, wie man später auf einem anderen Dach sieht, auch über die Schienen hochziehen, weil hier ist es ja relativ flach auf der Garage. Das ist ja mein Einstiegsteil zum Üben, um ja erstmal ein bisschen dachfester zu werden, wie das immer so ist. Am Anfang ist das auf dem Dach noch ein bisschen wackelig. Man gewöhnt sich dann im Laufe der Zeit daran an die Höhe und mit dem Garagendach anzufangen war einfach perfekt. Da oben seht ihr jetzt diese Querlatte. Das ist einfach dafür da, damit das Ende der Leiter nicht plötzlich unten in die Paneele reindrücken kann. So, ich bin hier jetzt schon fast fertig. Das Garagendach ist so gut wie abgeschlossen. Das Komplizierteste ist immer die letzte Paneele und das ist aber hier bei diesem Dach auch noch kein Problem. Und wenn man sie erst auf dem Dach hat, dann kann man sie ganz einfach aus dieser Schiene rausziehen und kann sie dann auch bewegen. Man sollte das allerdings nur dann machen, wenn es nicht zu stürmisch ist. Eine Windböe oben auf dem Dach, wenn man die Platte gerade senkrecht hoch stehen hat, das kann schon böse ausgehen. Da es zum Schluss natürlich immer enger wird auf dem Dach, muss man den Schlitten dann irgendwann beiseite räumen, weil man sich sonst nicht bewegen kann. Und auch das geht ganz gut. Hier hat es sich zwar ein bisschen verhakelt, aber man kann den Schlitten dann einfach runterrutschen lassen und hat dann auch wieder Platz auf dem Dach. Jo, und dann Paneele hinlegen, fixieren, ausrichten, festschrauben. Jo, eigentlich ganz easy. Und ganz wichtig, hier nicht so problematisch, aber wenn man mehrere Reihen untereinander hat,
Nicht vergessen, die Stecker müssen alle gleich gesteckt werden, weil da kommt man da nicht mehr dran. Das ist dann richtig übel. Was am schwierigsten ist, ist, wenn man die erste Reihe aufbaut, dass man die Sachen gerade hinbekommt. Und da gibt es einen kleinen Tipp, wenn man die erste Platte liegen hat, am besten gleich eine Schnur drunter ziehen und einmal dran lang ziehen und schauen, ob das alles passt. Jo. Und hier seht ihr die fertigen Dachflächen, die ich dann auch genauso aufgebaut habe. Elektroinstallationen habe ich dann zwischendurch gemacht, wenn es draußen zu heiß war. Die ganze Geschichte ist nämlich passiert, während es zwischen 30 und 35 Grad war. Es war eine echt schweißtreibende Arbeit. Weil wenn man das alleine macht, muss man ständig Leiter hoch, Leiter runter. Und schließlich macht man das ja auch nicht jeden Tag. Dann muss man wieder das eine Werkzeug holen, dann das andere. Ja, das kostet schon ein bisschen Zeit. Das war auch so mit das Anstrengendste bei der ganzen Arbeit, dass alles zwischen 30 und 35 Grad stattgefunden hat. Aber am Wetter kann man ja nun mal nichts drehen. Ja, und jetzt kommt hier der vierte und letzte Dachteil, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du auf keinen Fall alleine machen. Ich habe es dann aber doch probiert. Hab die Paneele erstmal auf die Loggia geschleppt, mit meinem Bruder zusammen. Der hat mir beim Hochtragen geholfen und von hier aus habe ich gedacht, okay, das muss jetzt wieder mit dem Schlitten funktionieren, mit der PV-MTM. Und hier sieht man ganz gut, wie man das halt über die Schienen auch einfach hochziehen kann, bis man da ist, wo man hin möchte. Klar, das geht nicht so schnell, als wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, aber es geht. Es dauert auch nicht so lang. Und Schritt für Schritt bekommt man so seine PV-Paneele auf das Dach. Den Schlitten kann man immer problemlos irgendwo auf dem Dach ablegen. Der rutscht eigentlich nicht runter, weil irgendeine Kante hakt da immer fest. So dass man, ja, wenn man mal eine kleine Unterbrechung braucht, auch eine Pause machen kann. Am Ende, wenn die Position dann erreicht ist, dann binde ich normalerweise den Schlitten fest mit einem Seil an der Schiene, damit nichts mehr passieren kann, bevor ich die Paneele dann letztendlich aus dem Schlitten herausziehe, um sie dann an die entsprechende Stelle zu legen. Ach ja, ein Modul ist 1,80 Meter mal 1,10 Meter. Und wiegt 23 Kilogramm. Das muss ja auch mal gesagt werden. Und jedes Modul hat eine Leistung von 400 Kilowatt Peak. Also habe ich 31 PV-Module aufs Dach gebracht. Und irgendwie finde ich es total geil, dass ich das fertig gebracht habe, was ich anfangs für unmöglich gehalten habe. Auch dieses Dach habe ich dann soweit komplett fertig bekommen, außer die unteren drei Paneele. Da musste mir jemand behelfen, weil ich keine Chance hatte, dort zu stehen. Das wäre auch noch gegangen, weil ich habe mir da ein kleines Geländer gebaut, aber für die Stabilität brauchte ich noch eine zweite Leiter. Und da hat mir dann der Sohn meiner Lebensgefährtin geholfen. Ja, Elektroanlage komplett, alle vier Dachteile ausgestattet mit PV-Module und die Anlage rennt. Ich bin happy. Hat alles auf Anhieb funktioniert. Die Anlage erzeugt bis zu 10 kW. Wenn der Wechselrichter noch ein bisschen größer wäre, wäre noch ein bisschen mehr drin. So, jetzt wisst ihr, was ich in den letzten Tagen so getrieben habe. Und ja, seid versichert, die weiteren Videos kommen von der FMT 2021 und 2022. Und inzwischen sind wir sogar schon in der Planung für die FMT 2023. Aller Wahrscheinlichkeit nach fahre ich nochmal oder wieder mit dem Heiko auf recht große Tour. Das ist unser Plan. Wir hoffen, dass es was wird. Wir können es aber noch nicht genau sagen, weil es sind noch einige Fragezeichen da. Aber ich bin sehr zuversichtlich und es wird sicherlich eine spannende Tour. Vielleicht wird es meine größte. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Okay, also. Freut euch auf weitere Videos von der FMT 2021 mit dem Heiko und mir. Und dann hoffe ich, dass wir uns im November in den Live-Talks sehen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Bis dahin, tschüss.
Und das gibt es als nächstes in diesem Theater.